Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist wieder Pink Spirit Talk Time. Yeah, 2 Wochen musstet ihr jetzt ohne Pink Spirit Talk leben und jetzt I am back in your ear. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin zurück aus der Schweiz und ich habe am vergangenen Sonntagabend erfolgreich meine Tour 2022 beendet. Und ich möchte einfach mal Danke sagen, danke an alle Menschen, denen ich auf Tour begegnen durfte, die ich kennenlernen durfte, wo ich mich zu Hause viel fühlen durfte, so viel Vertrauen, so viel, ach, einfach mega schön. Ich danke der Schweiz, ich danke Österreich, aber natürlich danke ich auch Deutschland für jeden, egal ob ihr in Deutschland, Schweiz oder in Österreich bei mir Sitzung hattet, einen Workshop, eine Demo, ich weiß es nicht. I thank you. Oh Gott, jetzt habt ihr einen Tinnitus. Ich danke meine Schüler, die jetzt den Abschluss gemacht haben. Meine Schüler, die im September begonnen haben. Ach, ich bin einfach dankbar heute. Ach, ich komme gerade ganz beseelt aus einer Sitzung. Ja, heute gibt es kein Thema, in dem Sinne. Mal gucken, wie ich am Ende die Folge nenne. Ich laber jetzt einfach mal das Mikro, was aus mir raus möchte. So wie ihr mich kennt. Ich komme ganz gerade und schon wieder der Sprachfehler und ich kann immer noch nicht schneiden. Ich muss echt was anderes. Ich glaube, ich habe diese Woche zu oft mit dem Peter Lustig, der ja am Jenseits ist, gefrühstückt, keine Ahnung. Auf jeden Fall komme ich ganz beseelt aus einer Sitzung. Ich hatte natürlich nur schöne Sitzungen diese Woche, aber jetzt die letzte hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, da könnte auch noch eine Podcast-Folge dazu kommen. Ich bin mir sogar fast sicher. Ich grüße die Heike hier. Ganz lieb. Ja, wo ich wieder die Erfahrung machen durfte, / musste. Also ich bin beseelt für den Kontakt, den ich geben durfte. Und der Verstorbene hat wirklich alles gegeben, um zu beweisen, er ist hier. Also der hat wirklich die Sitzung gesprengt. Ich glaube, alle 5 Minuten war die Internetverbindung weg. Also nicht bei mir, sondern bei ihr. Ich darf sagen, das hat sie mir erlaubt, dass ich einen Kontakt zu ihrem Sohn geben durfte, der im Teenageralter ins Jenseits ist und für mich wieder erschreckend zu hören. Also der Sohn hat mir schon am Anfang der Sitzung gezeigt, dass sie schon mal einen Kontakt hat oder dass er schon mal beim Medium war und das hat sie mir auch bejaht. Und dann hat er mir aber gezeigt, dass ich einen besonders guten Job halt machen darf, weil das Medium vor mir ziemlich verkackt hat. Das hat sich leider, und ich muss wirklich sagen, leider am Ende der Sitzung bestätigt, weil ihr kennt meine Sichtweise dazu und meine Stellung, die ich immer dazu beziehe. Man sollte als Medium, nee, es ist ein Muss als Medium, die Verantwortung für seine Arbeit zu übernehmen. Und die Mutter, wo eh schon das Schlimmste, was ich immer empfinde, was im Leben passiere, ist eingetroffen ist, wo das Kind im Teenageralter verstorben ist, die dann noch von einem Medium erzählt bekomme, der Sohn ist in der Zwischenwelt und er findet nicht ins Jenseits und ganz schlimme Dinge. Schande über dieses Medium, sorry, ich weiß nicht, wer es ist, wirklich nicht, aber ich finde es immer eine Schande, ich gehöre nun mal zu dieser Berufssparte dazu, wenn jemand so unsauber arbeitet, wenn jemand so einen Scheiß raushaut, wenn eine Familie eh schon ja in der Trauer ist, shame on you, das musst du kurz raus, damit ihr einfach mitkriegt, diese Scheiße gibt es immer noch. Wie lange mache ich den Podcast? Ich glaube 4 Jahre. Seit 4 Jahren kämpfe ich dagegen an, aber ich bleibe dran. Gibi und ich bleibe dran, ich verspreche es euch. Und deswegen war es halt für mich ein mega Kompliment am Ende der Sitzung, wo ich hören durfte, dass diese Sitzung nicht nur eben der Kontakt zu ihrem Sohn ermöglicht hat, sondern auch Heilung gegeben hat, dass diese Sitzung geheilt wurde, die sie davor erlebt hat. Danke. Viel ist los, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, ich weiß. Ich finde aber, es ist etwas ruhiger geworden. Die Energie ist gerade da, dass wir wieder beginnen dürfen, das Leben zu genießen. Es darf jetzt langsam in ruhigere Gewässer gehen. Aktuell ist es so, in der Kommune, hätte ich fast gesagt, im Kollektiv, die Schwingung, dass jeder für sich hinschauen darf,
was möchte ich noch in meinem Leben und was nicht. Und diese Energie ist sehr hochschwingend. Ich möchte einmal hier dazu sagen, hochschwingend, weil jemand mich ja vor kurzem gefragt hat, ja, Annette, was bedeutet das? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Hochschwingend bedeutet, dass Themen hochschwingen, hochkommen an die Oberfläche, dass Klarheit auf diese Welt möchte, die Wahrheit soll gelebt werden, die Menschen sollen eine neue Sichtweise zu den Dingen bekommen, man soll, ja, dieses Miteinander, ich habe das euch schon so oft gepredigt, aber irgendwie ist heute so die Energie da, es euch nochmal mit auf den Weg zu geben, gerade vor Weihnachten. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, Gibi gibt mir immer das Bild aktuell so von dem Film Der kleine Lord und letztendlich ist es im Moment so, wenn man jetzt mal ganz realistisch hinguckt, dass die oben im Geld schwimmen und wir das Volk bluten. Ich möchte gar nicht zu politisch werden und ja, wir endlich aufstehen dürfen. Ja, Sophie, das wäre mal einfach, ne? Es geht dann darum, und jetzt könnt ihr wahrscheinlich auch immer hören, in der Beobachterhaltung zu bleiben, die Dinge um dich herum zu beobachten und deine Wahrheit dabei zu finden. Und das schwingt mit, diese Wahrheitsgebung. So ein Beispiel dafür möchte ich heute so mal mit euch teilen. Die WM. Nein, ich habe die WM nicht geschaut. Also eigentlich wollte ich die WM schauen. Weil dann habe ich gesagt, naja, ist ja egal, die Spiele ja egal, ob ich das Spiel schaue oder nicht. Und dann stand Gibi neben mir und hat gesagt, nee, wir schauen das Spiel nicht. Es gibt sowas wie Einschaltquoten und du förderst das Ganze. Und dann habe ich das nicht angeschaut, weil ich dieses Land und diese FIFA, die FIFA, die für mich von alten Männern regiert werde, wo es nur um Gold, ja, sage, es kommt jetzt aus mir raus, aus Geld geht. Das wollte ich nicht unterstützen. Aber ich muss halt auch sagen, rein energetisch oder rein von diesem aktuellen Zeitgeschehen hätte die WM hier an keinem besseren Ort der Welt stattfinden können, um auf die Missstände und den Mangel in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Und letztendlich symbolisiert für mich diese WM die Welt. Männer, die mit Gold und mit Geld um sich werfen und alle hecheln hin. Ich war sehr traurig irgendwo, also ich hatte kurzzeitig Hoffnung, also ich spreche jetzt nur für, ich kann jetzt gerade aktuell nur für Deutschland sprechen, weil ich habe mich mit der WM, muss ich ehrlich sagen, dann nicht beschäftigt nach dem Auftrag von Gibi. Aber natürlich kommt viele Wahrheit im Nachhinein ans Licht. Es ging in Deutschland diese Diskussion los, dass unser Mannschaftskapitän, der Herr Neuer, die Love-Binde, also Liebe, mein Kurpals Englisch und Love passt so zusammentragen sollte. Der DFB oder vielmehr die FIFA hatte es verboten. Der DFB hat sich dem gebeugt. Und ich habe gedacht, Jungs, endlich können wir mal Farbe bekennen. Ich weiß, deswegen bin ich mir durchaus bewusst, dass für so einen Fußballer, der das profimäßig ist, macht, der arbeitet auf dieses Ziel hin, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und wenn der natürlich dabei ist, ist sein größtes Ziel, an dieser WM teilzunehmen. Es war dann die Diskussion, ihr habt das alle mitgekriegt. Ich habe das auch immer nur am Rande verfolgt, dass der Herr Neuer wohl gesperrt worden wäre, da habe ich gedacht, ey, ihr habt doch, liebe Trainer, ihr geht doch immer taktisch vor, dann seid doch taktisch so schlau, stellt erstmal jemand auf, vielleicht nicht die erste Wahl, der dann direkt am Anfang die gelbe oder rote Karte kriegt und dann wechselt den Neuer rein. Dann hätte doch einmal jemand anderes die Kapitänsbinde tragen können, den, auf den man zwar nicht hätte verzichten können, aber wisst ihr, der jetzt nicht so wie beim Neuer, die Diskussion war egal. Ich sage euch auch immer wieder, egal ob im Talking on the Trap oder in diesem Podcast, es möchte im Moment ganz altes geheilt werden. Es kann aber dir im Leben sein, dass alte Kellerthemen nochmal hochkommen, die jetzt wirklich endgültig geheilt werden möchte. Und wie es Lebensplan auf den Mensch bezogen gibt, gibt es das für Kulturen, für Länder, für alles. Und Deutschland möchte endlich den Zweiten Weltkrieg in Heilung bringen. Also diese Energie, die ist so schon so hochschwingend in Deutschland, dass es eigentlich schon wehtun möchte. Unser Volk, ich werde jetzt kurz politisch, aber dass ihr versteht, energetisch, wir bekommen die Wahrheit auf dem Tablett serviert, damit unser Volk endlich aufsteht
und dass jeder einzelne Mensch sich selbst ermächtigt, weil es geht um Thema Macht. Für uns Deutsche ist das Thema Macht negativ belegt aufgrund der Geschichte, was auch verständlich ist. Aber ich glaube, nach all den Jahrzehnten dürfen wir in die Heilung gehen. Und es geht darum, dass ich mir bewusst werden darf, dass das meine Herkunft ist, dass ich aus der Kultur stamme. Und wenn man als Deutsche sowas ins Mikro sagt, neige ich jetzt schon wieder damit dazu, mich zu entschuldigen und zu sagen, ich bin keine Narzisstin. Also so klein machen wir Deutsche uns noch an alle Österreicher und Schweizer. Das heißt, wir Deutsche bekommen im Moment die Wahrheit auf dem Serviertablett von einer Politik, die gleichzeitig sagt, das habe ich euch auch schon erzählt, hört einfach zu, wir sollen Strom sparen, ja, am besten, ja, Lichter aus, mit der Kerze da sitze. Gleichzeitig soll man aber nur noch E-Autos kaufen und der Strom wird nach Frankreich verkauft. Also einfach nur mal so, ne? Also das wird oft in einem Atemzug von den Politikern gesagt. Und ich dachte, endlich haben wir die Chance, einfach mal unsere Meinung kundzutun, weil wir Deutsche sind ja schon so Volk, die nie Meinung haben. Wir beziehen zu nichts Stellung, weil ne, uns einfach die Geschichte nachhängt. Und es wäre endlich mal Zeit gewesen, dieser Kultur, wo die Frau unterdrückt werde, wo homosexuelle Menschen als krank dargestellt werde, den Mittelfinger zu zeigen, sich hinzustellen mit einer Binde. Und um was geht's? Was predige ich euch in den sozialen Netzwerken, in Talking on the Trap, im Podcast? Liebe. Gibi sagt immer, Liebe ist. Und Liebe ist die größte Heilkraft, die größte Energie, die höchst schwingende Energie, die es gibt. Und jetzt stellt euch vor, diese 11 Männer hätte dem DFB und der FIFA auch den Mittelfinger gezeigt und wäre mit dieser Love-Binde auf dem Platz. Vielleicht hätte sie nicht das Spiel gewonnen, ich glaube aber schon. Vielleicht wäre ein Spieler vom Platz gestellt worden. Vielleicht hätte man den WM-Titel nicht geholt, aber wo ich mir ganz sicher bin und wo es kein Vielleicht gibt, sie wäre die Heldin gewesen, über die noch nach 20 Jahren berichtet worden wäre, ey, diese Jungs hatten Eier in der Hose und diese Jungs haben einfach mal Farbe bekannt. Oh Mann, echt, mir war ganz klar Energie, Resonanzgesetz. Wenn die Deutsche sich so klein mache, kann es gar nicht energetisch anders sein, dass ich in der Vorrunde rausfliege. Wir haben uns dem System gebeugt, wie wir es gerne machen mit Deutschen. Und so das Symbolischste für uns Deutschland war dieses Bild, wo sich alle den Mund so heben. Und genauso ist unsere Nation immer noch. Und es ist endlich an der Zeit, dass wir uns erlauben, wir selbst zu sein. Und darum geht es im Kollektiv. Authentizität. Wer bin ich? Was lebe ich? Was oder wer tut mir gut? Und diese Energie ist gerade im Kollektiv die Wahrheit. Ich sage euch, seit 3 oder 4 Jahren, seit 2 Jahren beobachten. In dem Beobachten steckt so viel Wahrheit. Ich bekomme oft gesagt, Annette, wo nimmst du die Klarheit her? Wo siehst du das alles? Ja, zum einen habe ich die Fähigkeit, Energie zu lesen, aber das andere ist beobachte. Einfach in einem neutrale Energie, die Dinge zu beobachten. Das ist das, was ich mache. Warum kann ich das? Weil ich dazu einfach in die Heilung gegangen bin. Ich erlaube mir, mich selbst zu sein. Ich erlaube, dafür dazustehen, für die, die ich bin. Ich wäre nicht nur mit der Binde eingelaufen, ich hätte ganze Flagge, ich hätte einen ganzen pinken Anzug, hätte ich was gesagt, Regenbogenanzug angezogen, wäre eingelaufen. Ich hätte noch auf die Kacke kauen, wenn die Mannschaft gesperrt worden wäre, aber einfach mal wirklich Flagge zeige. Und um das geht es gerade im Kollektiv. Ich spreche nicht um Rebellion oder um Aufstand. Es geht in Liebe zu handeln. Es geht immer noch darum, was würde die Liebe sagen. Ich gebe euch immer wieder den Satz mit. Die größte Heilkraft, die höchst schwingende Energie im Universum. Stellt euch mal vor, was hätte die Liebe in dem Moment gesagt? Die hätte einfach mal alle alten Männer im DFB und FIFA in den Arm genommen und über den Kopf gestreichelt und gesagt, alles ist gut. Hätte die Mannschaft auf den Platz getragen. Einfach ein Beispiel, das ist einfach so symbolisch. Ja, so symbolisch für unsere Welt, aber nicht nur die deutsche Mannschaft. Ich habe die Spiele nicht geguckt, aber war im Austausch. So, meine Schwägerin ist der größte Fußballfan, die dann erzählt hat von Spanien, die Spiele so taktisch gespielt haben. Ja, Spiel, ich glaube, unentschieden, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, mit dem Bewusstsein, dass Deutschland raus
fliegt. Ja, also lieber da eine Tor mehr kassiere und die Fliege raus. Also dieses Taktische. Was war zum Schluss? Karma. Ach, sie sind rausgeflogen. Ja, Karma bedeutet nichts anderes. Wofür steht Karma? Karma ist auch ein Ausdruck dafür, fürs Resonanzgesetz. Das, was ich ausgebe, kommt zurück. Nichts Neues. Das kann auch jetzt in diesem, meistens ist es sogar in diesem Leben. Ich habe euch auch, ich glaube, schon mal im Talk, ich weiß nicht mehr wo, ich laber so viel, gell. Es kommt zu dir zurück. Ja, an mich triggern Menschen an und manchmal schieße ich zurück, aber mittlerweile ist es wirklich größtenteils so, dass ich sage, das Karma regelt es und es ist einfach so. Du bekommst im Nachhinein mit, dass die Dinge zurückkommen zu deiner Person und meistens ist es schon da. Meistens ist es schon da. Wenn du dann genau hinguckst von Menschen, die dich verletzt haben oder enttäuscht haben, wo du hinguckst und siehst, eigentlich ist das Karma schon da, eigentlich, ne? Ist der Mensch schon allein oder hat es Sichtweise aufs Leben, wo ich sage, arme Sau. So, da hat sie wieder gepredigt, sagt Gibi neben mir. Aber das ist einfach mega wichtig, dass ihr mehr durch, mit diesem Bewusstsein durch diese Welt geht, mit diesem, im Moment fließt die Wahrheit. Die Wahrheit und die Klarheit, und das predige ich euch auch schon seit 2 Jahren, dass die Klarheit ans Licht möchte. Und dafür bedarf es die Liebe. Und im Umkehrschluss, die Liebe sorgt für Klarheit und die Klarheit bringt die Liebe mit. Das eine ist mit dem anderen verbunden. Und erlaube dir, in deine Wahrheit zu gehen und deine Wahrheit zu leben. Nochmal, nimm alles mit, was für dich stimmig ist und lass den Rest recht bei mir. Und darum geht es auch im Moment. Diese Welt braucht keine Prediger mehr, wenn ich es jetzt gerade tue, fällt mir auf. aber es geht darum, dass du in die Eigenermächtigung gehst, dass du deine Wahrheit siehst und findest und dass du dein Leben lebst, so wie es für dich stimmig ist. Und dahin möchte die geistige Welt. Und wo möchte sie noch mit uns hin? Ins Wir. Ich glaube, ihr könnt schon nicht mehr hören, ich auch nicht. Aber Weihnachten steht vor der Tür und das ist so für mich symbolisch, dieses Wir. Yeah! Für alle, die die Rauhnächte gebucht haben, ich werde am Wochenende die 2. Riege Bücher mit Gibi schreiben und euch zusenden. Und es geht bald los und ich freue mich schon wie Schnitzel. Und wir werden diesmal auch eine Kakaozeremonie machen bei der Pink Peruanischen Rauhnächte. Ich freue mich einfach schon so wahnsinnig auf die Zeit, weil ich das echt liebe, dieses Format, hätte ich fast gesagt. Und noch einmal Eigenwerbung, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich werde im März Intensivtage bei mir in Bammental anbieten, weil ich schon ganz oft gefragt wurde, bin Annette, könntest du nicht mal was länger wie Wochenende anbieten, auch wenn man nicht bei dir in der Ausbildung ist, das tue ich. Schau mal unter www.pink-spirit.de im März. Gibt es 5 Tage Annette pur mit Abendprogramm und allem drum und dran. Worauf ich euch noch hinweisen soll, das ist jetzt vom Namen von Gibi. Am 22.12. machen wir nochmal eine Online-Meditation und hier kurz vor Weihnachten gibt mir Gibi, weil ne, die sind diese Live-Meditationen, ich glaube jeder, der dabei war, kommentiert mal unten, das würde mich auch freuen und im Podcast, die gehen mega tief und es ist immer so, dass ich mich direkt, also ich verbinde mich mit Gibi und diese Meditation ist wirklich live, das bedeutet, er gibt mir genau vor, was ich zu sagen habe in der Meditation und also die ist wirklich Gibi pur. Was möchte ich jetzt damit sagen? Ich soll euch wissen lassen, dass an diesem Jahresabschluss-Meditation er sicherlich eure Verstorbene mit einbeziehen wird, weil so kurz vor Weihnachten und schauen wir mal, was passiert. Und am 15. und 16. Dezember sind auch nochmal Online-Zirkel. Wer Lust hat, und wir machen dieses Mal Geistführer, Botschafter vom Geistführer fürs Jahresende. Yeah, das soll es gewesen sein im Werbeblock. Jetzt ist doch schon wieder die Zeit vorbei. Über viel habe ich geredet. Das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen 3. Advent. Jetzt gucke ich nochmal in den Kalender. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall nochmal einen Podcast. Und die Woche drauf ist Weihnachten. Ich glaube, Gibi und ich machen eine Weihnachtsfolge, bevor wir uns dann in den Jahresendurlaub verabschieden. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit mit euren Lieben, weil im Moment, wie ich euch schon gesagt habe, einmal leben, genießen, nicht nur arbeiten, nicht nur reflektieren, leben. Leben, leben, leben. Ihr Lieben, ihr wisst, Gibi und ich freuen uns über Feedbacks, kommentiert, liked, was auch immer.
Habt ein schönes Wochenende. Grüße vom Peruaner Sing Pink, euer Pinges Medium aus der Kurpals.